former super middleweight world champion, Feliciano Rocky Chiani. Keine Frage, Graziano Rocchiciani hat, ich wage eine Schätzung, ein Drittel der Halle hinter sich. Wearing silver, trimmed with red and black, and weighing 79 kilos. In 1988, he captured Olympic gold in the hearts of all Germans. Now, as a professional, his record is a perfect 27 victories without a loss, with 12 knockouts. Meine Damen und Herren, und Frankfurt oder Deutschland, presenting the undefeated light heavyweight champion of the world, Gentlemen, Henry Boska. Der Jubel triumphiert deutlich über die Gegner. Die Belehrung durch den Ringrichter. Aus der Münchner Olympiahalle seit Monaten ausverkauft ist, haben sie in der Presse gelesen. Ready to rumble. Ja, gleich geht es los. Macht Henry Maske wahr, was er gesagt hat. Ich habe die Fehler analysiert. Ich habe ihn in Bielefeld getroffen beim letzten Berufsboxkampf. Da war er schon locker in seinem Kampfgewicht austrainiert. Aber Sie haben es selbst gesehen in den Vorberichten. Das gilt selbstverständlich auch für Graziano Rocchiciani, der sich jetzt über irgendetwas beschwert. Die Fotografen sind ihm zu nahe. Die Kameras gefährden selbstverständlich die Boxer. Bei den Amateurboxern ist das sogar verboten, dass die Kameras auf den Ringboden gelegt werden. Denn da kann man drauffallen, da kann man drüber stolpern. Es ist völlig richtig, dass Graziano Rocchiciani, der natürlich dem ganzen Betrieb gegenüber eine kritische Grundeinstellung hat, diese Fotografen so nah nicht will. Aber die sind natürlich nicht gewillt, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Und schon entwickelt Graziano jene Aggression, die er heute in den Ring mitbringt. Da gibt es ein paar Fußtritte in Richtung Kamera, in Richtung der Werbetafel einer Bekleidungsfirma. Und schon kommt ein Leibwächter von Rocchiciani, der da mit Ordnung schaffen möchte. Die Pressefotografen verweisen auf ihre Lizenz. Also der Kampf beginnt mit einer oder in einer Grundstimmung, die sich hoffentlich auf den Sport selbst nicht überträgt. Und Rocchiciani kommt. Ja, er macht das, was sein Trainer Wolfgang Wilke gesagt hat. Wir setzen fort, wo wir das letzte Mal in der 12. Runde aufgehört haben. Wir wollen Henry Maske ausnocken. Maske tanzt weg, stört mit der rechten Hand. Versucht die Schlaghand des zu allem entschlossenen Rocchiciani zu vermeiden. Er muss den Angreifer, den Herausforderer beschäftigen, pausenlos beschäftigen. Er muss die rechte Führungshand laufen lassen. Und er wird getroffen. Die rechte von Rocchiciani über die zu tief hängende linke von Henry Maske. Da gibt es noch die Einspielung. Die Leute, die Zuseher, die den Ted beschäftigt haben, sind etwa zu 70% der Meinung, dass Maske gewinnt. Haken ein wenig tief. Die rechte kommt raus. Aber auch die von Rocchiciani. Und wieder trifft er oben den Kopf von Henry Maske. Henry Maske muss die linke höher halten. Er muss sich besser bewegen. Und auf den Infight sollte er sich schon gar nicht einlassen. Denn das ist nicht seine Stärke. Henry Maske ist ein Distanzboxer. Er muss aus der Distanz treffen. Er muss die Punktrichter beeindrucken. Wenn Graziano Rocchiciani an den Körper kommt, dann
kommen die kurzen Haken. Da war Henry Maske schon im ersten Kampf zu passiv. Das ist die ihm adäquate Methode, zu Punkten zu kommen. Und er muss vor allen Dingen vom Seil weggehen. Er darf sich da nicht fixieren lassen. Jetzt eine gute Linke. Und ein sehr guter Seithaken. Ich konnte nicht feststellen, ob er im Ziel war. Aber es war der erste Versuch, diese Art Treffer zu landen. Sie werden sicherlich schon viele Interviews gehört haben von Henry Maske, welchen Boxstil er bevorzugt. Aber Sie kennen das aus dem Fußball. Man kann immer nur so gut sein, wie es der Gegner zulässt. Und man kann auch immer nur so sauber oder stilistisch schön boxen, wie es der Gegner zulässt. Und wenn der Gegner den Stil boxt, den Graziano Rocchigiani boxt, noch dazu im Rahmen dieses Stils eine echte große Klasse darstellt, das hat er im letzten Kampf bewiesen, dann hat es Henry Maske sehr, sehr schwer. Auch schon in dieser ersten Runde, nach der überhaupt noch keinerlei Prognose abzugeben ist. Die zweite Runde beginnt. Die Spannung in der Halle ist nicht zu beschreiben. Zu gerne hätte ich wenigstens in meinem Kopfhörer mitgehört, was die Trainer sagen, aber wahrscheinlich wäre es gar nicht zu verstehen gewesen in diesem Höllenlärm. Ein konzentrierterer Beginn von Henry Maske. Aber Attacken von Graziano Rocchigiani. Gute Beinarbeit von Henry Maske. Jetzt clincht er, jetzt erstickt er die Aktionen des Gegners, aber der pflegt sich da mit kurzen Haken zu befreien. Da sollte Henry Maske, der IBF-Weltmeister im Halbschwergewicht, schon gewitzt sein. Gut aufwärtshaken. Sehr schnell die rechte Führungshand von Rocchigiani und im Ziel. Was war nicht alles im Vorfeld dieses Kampfes über die beiden Boxer zu lesen? Ihr Privatleben wurde durchleuchtet. Manchmal in einer Weise, die schon bedenklich war. Graziano Rocchigiani hat schon einmal einem Reporter öffentlich Prügel angeboten. Ja, eine Zeitschrift wollte sogar wissen, welche Stellung sie bevorzugen, aber da haben die beiden Boxer beide wie Herren geantwortet. Der eine hat gesagt, das ist Privatsache, der andere hat gesagt, das ist mir zu intim. Sie sehen immer wieder dasselbe Bild. Wenn Maske aus der Distanz beweglich schlägt, also aus der Bewegung schlägt, kann er treffen. Wenn Rocchigiani zum Mann kommt, ist er brandgefährlich und vor allen Dingen ist dieses Kopf-an-Kopf-Boxen natürlich für die Augenbrauen eine große Gefahr. Das heißt, das kann hier zu einer Wristquetschwunde, Cut genannt, kommen und das würde dem Kampf jenes Ende bescheren, das sich die Fans und wir auf keinen Fall wünschen. Wenn ich vom Privatleben gesprochen habe, dann hängt das auch damit zusammen, dass beide Boxer betonen, welche unglaublich wichtige Rolle ihre Frauen, ihre Familien für ihre Karriere, für ihre sportliche Leistung spielen. Ende der zweiten Runde und noch kein Vorteil. In beiden Ecken beruhigende Worte der Trainer, keinerlei Aufregung. Da wie dort. Ganz ruhig und tief atmen, hat der Boxprofessor Wolke gesagt. In der Pause wurde Axel Schulz vorgestellt, der demnächst um einen Weltmeistertitel gegen den Südafrikaner Botha boxen wird. Ich hatte in der zweiten Runde das Gefühl, dass Maske eine Anfangsnervosität abgelegt hat.
Ja, er zeigt jetzt sehr schnelle Schläge. Kein Vergleich mit der Statik des ersten Kampfes, mit diesen stachsigen Beinen, die sich nach dem Kampf keiner erklären konnte. Aber die Haken auf die kurzen Rippen, die kosten Kraft, und wenn der Haken dann hochgezogen wird und am Kinn landet, da muss er sich hüten. Rokicani ist ein erstklassiger Infighter. Und wenn dieser Mann so trainiert ist wie diesmal, er hat entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten einen hochqualifizierten und auch teuren Sparringpartner aus Amerika einfliegen lassen. Es ist eben so, ich habe das versucht schon anzudeuten, die sportlichen Chancen sind in diesem Berufssport eben auch Lebenschancen. Und da kommt auch der leichtsinnigste Hund und das größte Filou eines Tages drauf. Jetzt muss ich die Zähne zusammenbeißen, jetzt muss ich alles investieren. Und wieder die Hakenserien zum Körper. Hat Henry Maske Bauch und Muskeln aus Stahl. Wenn er sich löst, trifft er. Das ist eine Spezialität von Graziano Rokicani, so eine Art Doppeldeckung, die er wirklich sehr gut beherrscht. Das ist ein unorthodoxer Stil, aber wie viele Sportarten gibt es, wo Leute mit nicht ganz konventionellen Mitteln große Wirkung erzielen. Schöne abfangende rechte Gerade. Ein unglaublich bewegter Kampf, ein hochklassiger Kampf und ein glänzend getimter linker Aufwärtshaken. Und sofort kommt Rokicani wieder. Das Tempo, das die beiden gehen, ist unglaublich. Das wird Kraft und Luft kosten. Monate sind sie im Wald und im Park gelaufen oder auf Straßen entlang, um sich diese Kondition zu holen, die sie heute Abend brauchen. Überfallsartig, Rokicani. Er verliert die Nerven, hat Manfred Wolke zu seinem Schützling gesagt. Da hat er mehr gesehen als wir. Aber in der Pause waren sich hier alle am Ring einig. Es ist ein Boxkampf der Sonderklasse. Wie auch immer. Maske tanzt weg. Der linke Haken ist leer. Abfangende rechte, jedenfalls stoppende. Hier auf die Deckung. Und der linke Haken zum Körper von Rokicani. Rocky-Fans werden aktiv. Spüren Sie, dass Ihr Mann langsam, aber sicher mehr Unterstützung braucht? Ausgerutscht. Er wischt sich die Handschuhe in Ruhe ab, damit nicht irgendetwas, was auf dem Boden liegt, am Handschuh bleibt und der Gegner verletzt. Stoische Ruhe von Henry Maske während dieses kleinen Unfalls. Auf der Innenbahn trifft Maske. Und wieder linker Haken. Allerdings jetzt muss er wieder nehmen. Das ist die Situation, die sich Rokicani wünscht. Maske ins Eck gedrängt, kann dem Haken nicht ausweichen. Er muss sich bewegen. Das Clinchen hilft nichts gegen diesen Mann. Der schlägt sich aus dem Klammern frei. Der ist nicht zu blocken, wenn er am Körper ist. Welch ein Boxkampf. Immer wieder der Aufwärtshaken von Rokicani aus kürzester Distanz geschlagen. Und immer wieder die wunderbaren schulmäßigen Geraden. Maske bewegt sich. Nach wie vor vorbildlich. Aber er kann den Infight nicht immer vermeiden. Rokicani ist zu entschlossen. Er soll den Kopf oben lassen. Und er soll nicht klammern. Auch Maske soll den Kopf oben lassen. Ja? Beiden zu empfehlen. Wieder hat seine ganz überraschend explosiv geschlagene Rechte von Rokicani getroffen. Jetzt wieder ein linker Haken. Jetzt wäre wieder Maske dran. Wenn es in diesem Kampf so weitergeht wie bisher.
Ja, da streiten sich dann die Fachleute. Sind das Treffer? Gehen sie auf die Deckung oder kommen sie an der Deckung vorbei? Das ist dann immer eine Ermessensfrage oder Gegenstand langer Debatten. Da hat sich der Ringrichter schlecht bewegt. Runde zu Ende. Entschieden. Es ist ein Kampf auch zweier Trainer. Manfred Wolke, ein ehemaliger Olympiasieger, ein Boxtheoretiker, ein Boxfanatiker. Auf der anderen Seite Wolfgang Wilke, der ein paar Amateurkämpfe gemacht hat, der theoretisch vom Boxen nichts weiß. Das ist aber Rocky Chan auch nicht nötig, denn der sagt, ich weiß, wie es geht. Aber er ist seinem Mann ein Freund. Es wird diese rührende Geschichte erzählt, dass er für einen Kampf vom Operationsbett aufgestanden ist, viel zu früh, am dritten Tag, nachdem er geschnitten war. Er wollte seinen Freund, mit dem es auch oft Zoff gab, nicht allein lassen. Wieder ein Aufwärtshaken, der landet. Vielleicht haben Sie am Ende der letzten Runde das Bild noch mitbekommen, wo eine wütend protestierende Frau Okichani gezeigt wurde. Ich weiß nicht, wogegen sie protestiert hat. Wenn man den Zeitungen glauben darf, ist diesmal Vater Zanubio nicht da, um seinen Sohn zu unterstützen. Familienzoff. Manuela Maske selbstverständlich auch hier. Die Mutter und zwei von Henry heißgeliebten Töchter. Es gibt übrigens auch einen mittlerweile boxenden Sohn. Die Maske ist sehr unglücklich darüber, dass die Zeitungen den Jungen, den Zwölfjährigen, nicht in Ruhe lassen. Gute Linke. Und jetzt ist wieder Graziano Rocchiani da. Nein, Maske darf nicht so viel am Mann bleiben. Er muss weggehen. Aber ich habe hier nicht die Interessen des Meisters zu vertreten. Aber natürlich auch zu würdigen, dass dieser grandios vorbereitete Graziano Rocchiani Henry Maske alles abfangen. Zwei Boxer, deren Karriereende sich anbahnt, vom Alter her, aber die noch einmal ihre Klasse in den Ring bringen. So unterschiedlich sie ist, eine wunderbare Rechts-Links-Kombination. Wer von beiden kann dieses Tempo 12 Runden lang nicht gehen? Oder können es beide? Ende der Runde. Ringsprecher hat das gesagt, was ich Ihnen gerne auch sagen möchte. Es wird jede Runde, damit es keine Missverständnisse gibt, einzeln gewertet. Heißt also, wenn zum Beispiel ein Boxer 10 Runden lang jeweils knapp nach Punkten geführt hat, dann hat er 10 Runden gewonnen. Und da kann er dann von dem anderen in den letzten zwei Runden getrieben werden und getroffen werden, wie sie wollen. Der andere hat dann nicht gewonnen, außer er schlägt den Mann zu Boden und K.O. Also, es ist eine Sache der Addition. Die meisten Runden, die kein besonders überlegenes Bild ergeben, keinen Niederschlag kennen, sehen oder in denen keine Verwarnung stattfindet, werden mit 10 zu 9 bewertet. Und ich, der hier versuche, Ihnen den Kampf und die Boxer zu schildern, habe nicht die Muse mitzupunkten, aber gefühlsmäßig kann mich irren, bis jetzt jede Runde 10 zu 10 gewertet. Aufpassen mit den Köpfen, aufpassen, auch der amerikanische Ringrichter sieht das so, Robert Byrd. Steckt den Kopf durch, das muss man trennen. Nicht den Arm um den Nacken legen, nicht zuziehen den Gegner. Beine, aber es ist ein eher großer Ring, was ein Vorteil für den Mann mit der besseren Beinarbeit ist, aber so groß kann kein Ring sein, dass man diesen Graziano Rocchiani
immer ausweichen kann. Da es dieses Slogan die Frage der Ehre schon einmal gibt, möchte ich zwischendurch sagen, was ab jetzt auch geschieht, die Ehre kann in diesem Kampf keiner verlieren. Allenfalls mit den Worten, die er danach über ihn spricht. Unschöne Kampfbilder. Tatjana Rokicani entschuldigt sich für den Foulschlag. Sie sehen, dass die Boxer auch trotz dieser Härte Übersicht haben. Sie wissen, was sie tun. Jetzt Maske in der Rolle des Fighters. In der Rolle des Schlägers, die gar nicht seine ist. Aber Tatjana Rokicani zwingt sie ihm auf. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wer da gewinnt, ich weiß es nicht. Nicht identisch, also. Nur zur Erinnerung. Thomapyrin-Schmerztabletten. Aber wo ist die Bank? Bestellen Sie jetzt den kostenlosen Katalog. Bank 24 01803 24 0000. Jungs, kann sein, dass jetzt Schluss ist mit unseren gemeinsamen Abenden. Wegen Gabi, ja? Wir kennen uns erst kurz. Ich weiß nicht, ob sie mit uns ein Bier trinken mag. Aber ich habe sie für heute Abend eingeladen. Dann zum Wohl. Meinst du, sie kommt? Sie ist halt was ganz Besonderes. Und gerade deshalb weiß sie ein gutes Holz hier ja auch zu schätzen. Genau. Meine Gabi. Verfeinert mit ausgewähltem Hallertauer Aromahopfen. Holsten, die helle Freude. Rokicani kommt schon ziemlich gezeichnet aus der Ecke. Das rechte Auge sieht im Augenblick nicht gut aus. Henry Maske hat schon ausgesorgt. Er hat, wie auch immer der Kampf ausgeht, glaube ich, hinreichend Geld verdient. Kratzspuren am Rücken vom Infight. Rokicani hat wohl noch nicht ausgesorgt, wenngleich es heute einen großen Zahltag gibt. Rokicani hat eine Börse von 1,15 Millionen, Maske von 1,5 Millionen und verschiedene Nebenrechte gibt es dann auch, wo er dazu verdient. Natürlich kommt da viel Geld weg. Angeblich, ungeschützt gesagt, bleiben dem Rokicani 400.000 Mark. Und wieder die faire Verständigung der beiden Boxer. Unfairness wollen sie nicht aufkommen lassen. Haben Sie sich jetzt zu Hause gefragt, war das ein Treffer oder war das kein Treffer? Ermessensfrage. Die Haken-Serien von Rokicani werden seltener, aber wenn sie kommen, gefährlich, die abfangende Rechte. Ich lasse jetzt ein paar Augenblicke mit dem Kampf allein. Bilden Sie sich ein Urteil, ob sich jetzt nicht eine kleine Wende anbahnt. Letzte Minute in der Runde 7 hat begonnen. Und wieder Rokicani. Maske ist der variablere Schläger. Er fällt mehr ein, das heißt, er kann Seithaken schlagen, er kann Aufwärtshaken schlagen, er kann gerade schlagen, er kann aus dem Sidestep herausschlagen, er kann nach rechts weggehen, er kann nach links weggehen. Viele Dinge davon kann Rokicani nicht, aber Rokicani kann Haken schlagen und hat einen unglaublichen Willen.
Eine Ermahnung, offenbar hat er einen Haken zu tief angetragen, ich habe es nicht gesehen. Die Runde 7 geht zu Ende und die, meine ich, hat Henry Maske gewonnen. Es gibt Motoren und es gibt Triebwerke. Der elegante BMW 328i, leistungsstark wie ein Sportwagen, aber viel komfortabler. Mit einem Extra, das es nur bei BMW serienmäßig gibt. Freude am Fahren. Millionen von Ihnen haben Blendamid zu Deutschlands meistgekaufter Zahncreme gemacht. Denn ihre Wirksamkeit hat sie überzeugt. Diese Wirksamkeit bestätigt jetzt auch Stiftung Warentest. Sehr gute Kariesprophylaxe durch Blendamid Plus. Mit der antibakteriellen Wirkung eines Mundwassers. Entscheiden auch Sie sich für Blendamid Plus. Wartet auf mich! Wartet! Oh Gott, Mietwagen. Come voleva pagare? Mit meiner Visa-Karte. Visa, die Freiheit nehme ich mir. In der Ecke von Rocchigiani wird immer wieder die rechte Augenpartie behandelt. Vielleicht werden sich viele junge Amateurboxer, die heute vor dem Schirm sitzen, fragen, waren das einmal Amateure? Ja, natürlich, Maske, ein höchst erfolgreicher Olympiasieger und Weltmeister. Aber auch Graziano Rocchigiani war deutscher Meister der Amateure. Der Kampf der Gegensätze. Gesellschaftlich und boxerisch. Maske trifft. Wird trocken müde. Aus der Ecke von Rocchigiani mitboxen. Aufgeregte Zurufe seines Trainerfreundes. Der gesagt hat, der ist einer vorne, da kann überhaupt keiner schlagen. Aber jetzt wird er laufend getroffen. Jetzt wieder die zwei Haken auf die kurzen Rippen, die Luft nehmen. Da muss man stählern austrainiert sein, um das zu verkraften. Der linke Haken wirkungsvoll. Rocchigiani baut ab. Rocchigiani baut ab. Da kommt langsam ein wenig Verzweiflung in die Aktion. Er schiebt, er drängt, er löst sich nicht. Ja. Hat sich wohl mit einem Haken letztlich gelöst. Aber aus der Distanz ist jetzt Henry Maske der Chef. Der allerdings vom Ringrichter jetzt ermahnt wird oder verwarnt. Ermahnt. Möglicherweise eine letzte Ermahnung. Man hat für Rocchigiani so ein Image des Bad Boys aufgebaut. Er hat auch redlich mitgespielt dabei. Aber wer ihn einmal in einem ausführlichen Interview gesehen hat, der weiß, dass dieser Junge große menschliche und auch intellektuelle Qualitäten hat. Dazugegeben, schon fast auf der schiefen Bahn gewesen zu sein. Was bemängelt der Ringrichter? Welche Art Foul? Ich kann es Ihnen nicht deuten. Ende der Runde, Maske gewonnen. Sie hat Feierabend, ihr Deo noch lange nicht. Von 8x4 gibt es jetzt das Hochleistungsdeo. 8x4 intensiv mit Wirkdepot. Wirkt noch länger. Schließlich weiß man nie, wann der Tag endet. Für Momente wie diese brauen wir unser Pilz. Wärmesgrüner. Genießen Sie den Augenblick.
Der Ringrichter war in der Pause bei Henry Maske und hat ihm noch einmal gesagt, er soll nicht mit beiden Armen klammern und den Kopf zuziehen. Also jetzt weiß ich es auch. Maske war Offizier, hat also jetzt in einem verblichenen System, hat also zurzeit keine Berufe und wird keine mehr brauchen. Hocke hat einen Beruf, jedenfalls gehabt, jetzt Gebäude reinigen. Das Auge sieht schlecht aus von Ropicani. Der muss viele Treffer nehmen. Maske boxt. Im Augenblick überlegen, sehr gut und hat weniger Tempo verloren als sein Gegner. Insgesamt ist der Kampf natürlich ein bisschen langsamer geworden, aber nach diesem fulminanten Anfangstempo war das ja nicht anders denkbar. Rocky ist ausgeboxt, aber so ein Mann ist natürlich doppelt gefährlich, wie jeder Boxer weiß. Ja, Maske hat gewusst, dass er den Arm wegziehen muss, um den Ringrichter nicht noch einmal zu erbosen. Und wieder trifft er rechts, links. Und auch wenn die Schläge teilweise auf die Deckung gehen, sie deprimieren Rokicani, denn er wird immer wieder in seinem Versuch, an den Mann zu kommen, zurückgeworfen. Jetzt hat er Maske weggeschleudert, aber konnte den Angriff nicht fortsetzen. Und beinhart kommen immer wieder die Geraden wie die Spieße. Jetzt kommt die erste meiner allzeit mit Vorbehalt gewagten Prognosen. Nach Punkten kann Graziano Rokicani diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Denn wenn er Maske so anschlägt, dass der seinen Stil nicht mehr durchziehen kann, dass der nicht mehr so weiterboxen kann wie jetzt, dann würde er durch K.O. gewinnen. Im Augenblick sieht es nicht danach aus. Jetzt werden Sie fragen, warum war Maske im letzten Kampf nicht so gut wie heute? Ja, eine Frage, die wahrscheinlich gültig nur Maske beantworten kann. Oder sein Trainer. Henry Sprechchöre. Die letzten 10 Sekunden der 9. Runde. Ich glaube, die letzten 3 Runden hat Henry Maske gewonnen. Ich habe bis jetzt eine Runde mit einem kleinen Fragezeichen für Rokicani. Schützen gesagt hat, ich möchte es jetzt nicht wiederholen, sondern einfach nur sagen, er ist ein glänzender Psychologe, die 10. Runde. Wieder war wohl eine Kamera zu nah. Beim Ring. Rokicani hat sich über sein teilweise bisher gefährliches Leben den Kopf zerbrochen, hat gesagt, ich bin übermütig gewesen, nachdem ich Weltmeister war, ich habe das Geld hinausgeschmissen. Und in diesem Interview, das ich angesprochen habe, hat auch von Rauschgift gesprochen, auf die Frage, welche Drogen er genommen hätte, hat er Haschisch gesagt, aber nach langem Nachdenken. Also, was auch immer es gewesen ist, er empfiehlt es niemandem. Er weiß, dass er hier einem Untergang sozusagen gerade noch entronnen ist. Das sollten sich alle jungen Leute, die heute hier zusehen, merken. Das hat ihnen ein Berufener gesagt. Der Boxer Graziano Rokicani aus Berlin. Sohn eines sardischen Eisenbiegers. Aber in Deutschland geboren. Und ein waschechter Berliner Junge. Henry Maske, der Berufssoldat, ehemalige Berufssoldat, der diesen Beruf nicht ausüben musste, weil er Meisterboxer war. Aus Frankfurt an der Oder. Eine steife linke Gerade.
Rocchigiani bewegt sich aber am Platz. Die Fäuste fallen runter, das kann Methode sein, aber auch Ermüdung. Und es ist gefährlich. Wieder der Versuch, Maske ist nach wie vor beweglich. Rocchigiani, der jetzt müder wird, kann Maske zurzeit nicht stellen. Ein Kopfstoß, das ist natürlich riskant. Maske kam nicht weg und die Ermahnung ist berechtigt. Er entschuldigt sich. Also ich will hier keine Sentimentalität aufkommen lassen, aber es wird sie sicherlich auch zu Hause rühren, dass diese zwei Männer, die mit gegenseitigen Schmähungen direkt oder indirekt, jedenfalls vor dem ersten Kampf, nicht gespart haben oder ihre Lager, sich hier benehmen, nicht wie ein Gentleman, sondern wie zwei. Also, wenn wir einen Mittelwert nehmen, dann führt Henry Maske nach Ansicht der Kenner, die rechts und links von mir sitzen, mit drei Runden und zwei sind noch zu boxen. Das heißt, er ist, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, auf der Siegestraße, wenn er zum Beispiel jetzt zwei Runden offen hält, wie er etwa die 10. Runde offen gehalten hat. Gute rechte Führungshand von Graziano Rocchigiani. Jetzt bewegt sich Rocchigiani, aber nicht mehr im Vorwärtsgang. Nein. Er atmet schwer, die Reflexe lassen nach. Es zeichnet sich jetzt ab, dass die größere Klasse technisch, das variablere Schlagrepertoire triumphiert. Denn mit den Treffern, die man hinnehmen muss, baut sich die Kondition ab. Und natürlich auch der unbändige Kampfeswille, der Graziano Rocchigiani in den ersten Runden so ausgezeichnet hat. Welch ein Kampf. Und ein unglaublich aggressiver Henry Maske, der jetzt nichts dafür konnte. Er hat nicht runtergedrückt. Graziano Rocchigiani ist nach vorgefallen. Wiederum Hinterkopf schützen. Break, der Ringrichter muss einschreiten. Der Bruder von Graziano Gianni, der WBO-Meister im Cruisergewicht, war in der Ecke, hat mit seinem Bruder geschimpft. Aber auch Boxer, die heraus und zusehen, müssen wissen, was es heißt, 12 Runden zu gehen. Das war die 11. Wie gesagt, ein fairer Kampf, was sich zu Beginn abgezeichnet hat. Teils verbal, teils gestisch, hat nicht stattgefunden. Wahrzunehmen, diese zwei Leute ihren Sport und ihren Beruf, was dasselbe ist. Zu ernst, die Beschwörungen in der Ecke von Graziano Rocchigiani können nichts mehr helfen. Er kann Henry Maske auf keinen Fall in dieser letzten Runde mehr auslocken. Denn auch ein schlecht trainierter und angeschlagener Maske hat einen eisernen Willen, das hat man im ersten Kampf gesehen. Und er kann auch taumelnd
noch ausweiten. Das war damals Rokicanis Verhängnis, dass er den zweiten genauen Wirkungstreffer nicht mehr anbringen konnte. Aber in allen Sportarten hängen die Entscheidungen an den bekannten Seilern in Fäden. Maske soll sich keine Verwarnung einhandeln. Er soll nicht mit zwei Händen klammern, sondern er soll das noch versuchen, solange die Luft reicht. Wegtanzen, stören, rechte gerade, linker Haken. Das sind Punkte. Graziano Rokicani kann die Schlussoffensive nicht mehr bringen. Er will, aber er kann. Er nimmt, er verliert. Henry Maske, ich habe es nach dem ersten Kampf gesagt, wird der Erste sein, der nach Ansehen des Bandes sagt, ich will das Rematch. Denn dieser, im besten Sinn des Wortes, eitler Mensch, denn warum soll man auf seine Klasse nicht eitel sein? Konnte nicht damit leben, dass die Leute gesagt haben, na, sie haben aber Glück gehabt, oder war denn das Urteil gerecht? Damit konnte und wollte er nicht weiter existieren. Und in überzeugender Manier bringt er diesen Kampf zu Ende und gewinnt ihn. Er gewinnt ihn so, wie die Experten gemeint haben, dass er ihn gewinnen kann. Nach Punkten. Er geht weg. Noch 34 Sekunden in der letzten Runde. Nein, Rokicani, wenn er vorkommt, muss nehmen. Und wieder. Da gelingt kein entscheidender Haken zum Kopf mehr. Er kann dem Henry Maske die Füße nicht mehr wegziehen. Er fällt seinem Angriff nach. Die Halle ist hinter Henry Maske. Noch 9 Sekunden. Ungebrochen das Kämpferherz des Graziano Rokicani. Es ist aus, Henry Maske ist Weltmeister und geblieben, und Graziano Rokicani weiß es. Da die Bilder bedürfen keines Kommentars. Dieses Bild am ehesten aber. Den können Sie selbst am besten sprechen. Zwei Sportsleute. Die Siegerehrung und direkt danach die spektakulärsten Szenen noch einmal. Ein entspannter Verlierer. Ladies and gentlemen, we go to the scorecards. Judge Viviani scores the bout 1-1-7-2-1-1-1. Judge Ramirez scores it 1-1-6-2-1-1-2. Vier Runden Unterschied. Judge Bennett scores it 1-1-5-2-1-1-3. Zwei Runden Unterschied. Unanimous decision and still light heavyweight champion of the world, gentlemen, Henry. Die Pose des Siegers.